In diesem Video zeige ich, warum der Spendenmarkt nicht funktioniert und warum man gerade beim Spenden den Rat unabhängiger Expertinnen hinzuziehen sollte. Eins muss man der Marktwirtschaft zugestehen. Der ihr zugrunde liegende Wettbewerb ist für eine Vielzahl und eine Qualität von Produkten und Dienstleistungen verantwortlich, wie sie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Das ist zumindest teilweise damit zu erklären, dass die Anbieter von Produkten und Dienstleistungen ganz unmissverständliches Feedback von ihren Kunden bekommen. Wenn die Pizza nicht schmeckt, das Handy nicht überzeugt, die neuen Schuhe nicht gefallen, dann werden Restaurants, Hersteller oder Marke künftig gemieden und generieren entsprechend weniger Umsatz. So kann es passieren, dass aus der einen Pizzeria ein globales Franchise wird, während die andere schon nach kurzer Zeit wieder aufgeben muss. Im gemeinnützigen Sektor ist das ganz anders. Hier kann sich eine Organisation auch dann am Markt behaupten, wenn sie das Leben ihrer Zielgruppe nur geringfügig oder auch gar nicht verbessert. Der Grund dafür ist im Endeffekt ganz einfach. Die Empfänger der Hilfsleistung sind nicht diejenigen, die dafür bezahlen. Oft werden die Angebote der Organisation ja nur deshalb in Anspruch genommen, weil sie kostenlos oder zumindest stark subventioniert zur Verfügung gestellt werden. Das kann dann natürlich kein Beweis dafür sein, dass es sich um die bestmögliche Art und Weise handelt, das Leben der betroffenen Menschen zu verbessern. Schon gar nicht im Verhältnis zu den Kosten. Wenn die Leute selber darüber entscheiden könnten, was mit dem Geld passiert, dann würden sie vielleicht eine ganz andere Wahl treffen. Gerade in der Entwicklungshilfe kann man sich vorstellen, wie schwierig es ist, für Menschen aus Europa oder aus Nordamerika sinnvolle Entscheidungen darüber zu treffen, wie man extrem armen Menschen im ländlichen Afrika oder in Südostasien am besten helfen kann. In besonders extremen Fällen machen gut gemeinte Hilfsmaßnahmen das Leben der Menschen sogar schlechter. Ein Beispiel hierfür ist die Organisation PlayPump International, die in den 2000er Jahren für Aufmerksamkeit sorgte. Die Idee dahinter klingt erstmal total faszinierend und nach einem Paradebeispiel für Social Entrepreneurship. Gerade in den extrem armen Gebieten des ländlichen Afrikas ist es leider nach wie vor üblich, dass insbesondere Frauen Wasser sehr aufwendig mit Hilfe von Handpumpen aus der Erde befördern. Da muss es doch eine bessere Idee geben, dachte sich Wasserwirtschaftsingenieur Ronnie Stoiber und hat sich Folgendes ausgedacht. Kinder sollten mit der Hilfe von Spielplatzdrehkarussellen das Wasser quasi im Spiel aus dem Erdreich befördern. Durch die Integration einer Pumpe soll bei jeder Drehung Wasser in einen Tank befördert werden. Das überzeugte auch den Marketing-Experten Trevor Fields, der das Patent kaufte, um das Ganze unter dem Namen PlayPump bekannt zu machen. Sein Plan war wie folgt. Nicht nur sollten Kinder in entlegenen Gebieten zusätzliche Spielmöglichkeiten erhalten und deren Eltern von anstrengender und oft zeitaufwendiger Arbeit befreit werden, sondern das Ganze sollte sich durch Anbringung von Werbung auf den PlayPumps auch noch selber finanzieren. Ich meine, what's not to love? Auch mit Bildern wie diesen konnten zahlreiche Prominente aus Wirtschaft, Unterhaltung und Politik für die Idee begeistert werden. So machten neben dem AOL-Gründer Steve Case unter anderem auch der Rapper Jay-Z oder die damalige First Lady der Vereinigten Staaten, Laura Bush, Werbung für das Projekt. 2007 meldeten sich dann auch erstmals kritische Stimmen zu Wort. Forscher hatten das Projekt evaluiert und kamen zu einem vernichtenden Urteil. Durch die Integration der Pumpen musste für das Spiel mit den Playpumps deutlich mehr Kraft aufgewendet werden als bei herkömmlichen Karussellen. Und das nahm den Kindern jegliche Freude. In einem der Dörfer hat das dann dazu geführt, dass die Kinder fürs Spielen bezahlt wurden. In anderen mussten die Frauen die Karusselle selber drehen, was sie als erschöpfend und nachvollziehbarerweise als erniedrigend empfunden haben. Auf die Frage, was die Dorfbewohner von den Playpumps hielten, antworteten viele, dass sie sich die alten Handpumpen zurückwünschten. Mit diesen könnte man mit weniger Kraft deutlich mehr Wasser zutage fördern und sie seien auch weniger wartungsintensiv. Da aber nicht sie es waren, die die Kosten übernommen haben, sondern tendenziell wohlhabende Menschen aus fernen Ländern, hat es viele Jahre und noch mehr Millionen gedauert, bis aus diesem eklatanten Missverhältnis echte Konsequenzen gezogen wurden. Viele Spenderinnen haben sich, wie es in dem Sektor aufgrund mangelnder Alternativen auch üblich ist, einfach zu sehr auf emotionale Bilder und gute Stories verlassen.
Und die Story hier war ja auch gut. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass Emotionen beim Spenden keine Rolle spielen sollen. Sie sind natürlich immer die Basis für jede Entscheidung zu helfen. Auch ich mache das ja nicht, weil ich mir irgendwas ausgerechnet habe, sondern weil es mich einfach aufregt, dass auch im Jahr 2019 noch immer fast 1 Milliarde Menschen auf der Welt in extremer Armut leben. Und dass jedes Jahr Millionen Kinder an irgendeinem Unsinn sterben, der eigentlich leicht vermeidbar wäre. Ich glaube aber auch, dass Emotionen, gerade wenn es einem ernst ist, immer nur der erste Schritt sein können. Vor allem, wenn die Menschen, die man unterstützen möchte, am anderen Ende der Welt leben. Die Zusammenhänge sind einfach zu komplex und die individuellen Lebensumstände sind zu unterschiedlich, als dass man sich beim Spenden auf den gesunden Menschenverstand oder die Intuition verlassen kann. Die Lösung kann jetzt aber auch nicht darin bestehen, dass jede selber zur Expertin wird, Hilfsorganisationen aufwendig analysiert, miteinander vergleicht und dann abschließend zu einem wirklich fundierten Urteil kommt, wo man denn mit dem eigenen Geld am meisten bewirken könnte. Ich habe zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn selber in der KfW Entwicklungsbank, also in der staatlichen Entwicklungshilfe, gearbeitet und dort auch in der Evaluierungsabteilung, wo ich aus erster Hand lernen konnte, wie schwer es ist, Hilfsprojekte objektiv miteinander zu vergleichen. Und so macht es für Privatpersonen, auch wenn sie ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Euro im Jahr spenden, schlicht keinen Sinn, sich immer selber vor Ort einen Überblick zu verschaffen und sich Wochen oder Monate lang in wissenschaftliche Studien einzuarbeiten. Insofern erscheint mir beim Spenden der beste Weg darin zu bestehen, einfach das zu machen, was beim Kauf von Unterhaltungselektronik oder von Autos längst gang und gäbe ist. Und zwar den Rat unabhängiger Experten hinzuzuziehen. Leider gibt es bisher niemanden, der in Deutschland die Wirkung von Spendenorganisationen miteinander vergleicht. Aber international ist das anders. Insofern haben wir von effektiv-spenden.org es uns zur Aufgabe gemacht, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in Deutschland bekannter zu machen, um die wichtigsten Ergebnisse zu übersetzen und auch die Möglichkeit zu bieten, direkt und steuerbegünstigt an die empfohlenen Organisationen zu spenden. Wir sind dabei selber komplett unabhängig und erhalten keinerlei Vergütung von den empfohlenen Organisationen oder von den Forschungseinrichtungen, auf die wir uns beziehen. Wir leiten 100% der Spende direkt weiter. Insofern würde es mich sehr freuen, wenn ihr mal auf effektiv-spenden.org vorbeischaut. Und falls ihr jemanden kennt, der unser Projekt oder auch dieses Video spannend finden könnte, wäre ich euch extrem dankbar, wenn ihr dieser Person den Link dazu schickt. Vielen Dank und hoffentlich bis bald auf effektiv-spenden.org.